die Schuld des Unglücks tragen! Jetzt, da euch Eintracht nur halten kann, wollt ihr in Hass euch trennen und euch selbst befehlend euren Untergang bereiten? Die Jungfrau von Orléans von Friedrich Schiller, ein Literatur- und Theaterklassiker und eine von über 40 Inszenierungen der diesjährigen Bayerischen Theatertage, die Anfang Mai begannen und die jetzt zu Ende gehen. Das Fazit? Überwältigend positiv, muss ich sagen. Zum einen waren wir wirklich sehr gut besucht. Wir hatten in ganz wenigen Stücken kein volles Haus. Und ich würde sagen, was ganz besonders ist, für mich jetzt auch als diejenige, die das organisieren durfte, normalerweise ist es ja so, als Organisator wird man eigentlich überhaupt nur gesehen, wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn irgendwas schief läuft. Wir haben aber schon für die Organisation, für die Optik, für alles so überwältigend positive Resonanz bekommen. Ich bin total begeistert und glücklich. Ein letztes Einleuchten im ETA Hoffmann Theater, das baulich eine Mischung aus historisch und neu ist und daher besondere Möglichkeiten bietet. Ich glaube, das ist ETA Hoffmann Theater. Das ist wie die Stadt. Das ist eine Mischung aus ganz alten, mittelalterlichen Gewölben, aus 200 Jahre alten, wunderschönen Saalschmuck und so. Und es ist der moderne Bauhausstil der Fassade, der ineinander fließt. Und das inspiriert einen natürlich auch, eine Vielfalt in der Gestaltung, in den Inszenierungen umzusetzen. Diese Inszenierungen interessierten tausende Besucher, die ins ETA Hoffmann Theater strömten. Schön zu wissen, dass im digitalen Zeitalter analoge Darbietungen noch immer Anziehungskraft besitzen und Reizpunkte setzen. Wir hatten einen richtig spannenden Spielplan. Und das muss man betonen, weil oft hat man einen bunten, gemischten Spielplan mit Komödien und mit musikalischem. Wir hatten das auch, aber wir hatten sehr viele, ich sage jetzt nicht Problemstücke, wir hatten sehr viele Stücke mit moralisch spannenden Themen, mit schwierigen Themen. Und auch die waren wirklich gut besucht und wurden wirklich gut gefunden. Der Namensgeber des Theaters hat selbiges immer fest im Blick und muss, es wird ihm sicherlich schwerfallen, Ende des Sommers fast die komplette Riege verabschieden. Der langjährige Intendant Rainer Lewandowski verlässt den Schauspielort, mit ihm fast das komplette Ensemble. Der letzte Akt steht kurz bevor. Es gibt schon viel Wehmut. Es ist, glaube ich, wirklich selten, dass ein Intendant so lange an einem Haus ist, 26 Jahre, und auch viele von uns sind schon unglaublich lange da. Ich bin schon fast 10 Jahre irgendwie mit diesem Haus assoziiert. Und da ist es natürlich schwer, dann zu wissen, das ist jetzt der letzte Streich. Der mit der Verleihung des Publikumspreises am Wochenende seinen Schlusspunkt findet. Dann schließen sich die Türen der diesjährigen Bayerischen Theatertage.